Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Ich konnte übrigens deine Patentochter nicht davon überzeugen, die Skelettkutsche an die Wand zu machen. Sie fand es nicht gut. Nee. Also ich hatte ja, für all jene, die die Story nicht kennen, wir machen gerade Hausbau und meine Töchter kriegen auch teilweise relativ schöne, große Kinderzimmer, also bis auf die, die unter die Treppe müssen. Und seine Patentochter, also was ist des Elterns liebster Spaß? Kinderärger. Tollstes Hobby. Gibt nichts Besseres. Sogar Retro-Gaming ist nicht so toll wie Kinder quälen. Auf jeden Fall. Guckte sie mich an. Ich muss mich mal kurz distanzieren hier. Und wir waren ab der Farbwahl für das Zimmer. Und ich so, du kannst die Farbe selber aussuchen. Also ganz wichtig, du darfst sie selber aussuchen. Wir können in den Baumarkt gehen. Mir wäre nur eins wichtig, es müsste schwarz sein. Woraufhin sie mich anguckte, so, nein. Wir sind hier nicht bei Model T-Hagen. Genau. Sie so, nein. Und ich so, naja doch. Ich meine, du willst eine Kutsche. Und du willst Pferde. Und ich habe mir das überlegt. Wir nehmen einen Beamer, wir strahlen an die Wand. Du kriegst ein Skelettpferd, eine brennende Kutsche. Und drin, du willst ja noch Prinzessin, drin sitzt eine schreiende Prinzessin. Ja? Und auf dem Kutschbock sitzt der kopflose... Ja, Kutscher. Genau so. Und zwar... komplette Wandbreite. Und dann guckte sie mich schockiert an. Dann meinte ich so, ich weiß, was dich daran stört. Ich hab's verstanden. Natürlich machen wir das mit Leuchtfarben, dass es nachts leuchtet. Ich sag dir mal, warte mal 3 Jahre ab, dann will die das. Dann findet die das cool. Ja, ich hab Mutter. Auf jeden Fall guckte sie mich schockiert an. Hat es dann, also sie hat sich wahnsinnig dagegen gewehrt. Ich sogar meinen Vorschlag, nicht die Kutsche zu machen, sondern einen riesen brennenden Totenschädel, der nachts leuchtet mit glühend blauen Augen. Da sagt sie, nein, doch keine blauen Augen. Da habe ich gesagt, okay, dann rote. Fand sie auch nicht gut. Das ist bestimmt auch Mary, der gewaltige, dämonische Totenschädel. So direkt in meinem Bett. Daganor fragt, wie viele Missionen hat Historyline? Je Seite 24. Und wenn wir durch sind, dann machen wir auch nicht noch mal die kleinen Missionen noch mal mit der anderen Seite. Das ist, irgendwann ist gut. Genau. Und wo war ich? Achso. Und dann, also so weit, so gut, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, so ein Mistkerl, der fährt mit seiner Kavallerie außen rum. Dann, ja. Um unsere... Bring doch mal den Zug hoch, ne? Ne, das bringt ja nichts. Die hier unten, der fährt einfach, der Zug schießt ja nicht, das ist ein Vorzug. Vielleicht doch die eine, da ist ja eh Stau. Kannst du vielleicht die eine Artillerie noch nach links die Straße hochfahren? Ich brauche die Artillerie da, die wird sonst, die muss. Aber ich habe jetzt mal die eine Kavallerie, Infanterie dahin. Sagt Nighthawk, wenn Historyline bei euch endet, wird das ein historischer Moment. Ja. Genau, dann haben wir die 10 Jahre voll oder so ähnlich. Auf jeden Fall, wo war ich? Achso, bei meiner Tochter. Und hab dann gesagt, okay, ich habe Verständnis. Alles gut, aber du weißt ja, ich brauche noch ein Zimmer für meine Modelleisenbahn. Ist ja kein Problem, dein Zimmer ist groß genug. Dann kriegst du die eine Hälfte und ich krieg die andere Hälfte und dafür darfst du die Farbe aussuchen. Fand sie auch nicht überzeugend. Weiß auch nicht warum. Tja. Ich könnte sie reinlassen, die Kavallerie, und dann mit meiner Infanterie hinterher hoppeln. Kennt ihr das eigentlich so, die, wenn man Kinder mag und hat ein Kind? Kennst du das, dass man Kinder mag? Und kann mit denen spielen und so weiter, und es sind aber nicht die eigenen Kinder, und wenn es unleidlich wird, dann kann man es bei den Eltern wieder abgeben. Also manchmal habe ich das Gefühl, der Hagen ist so ein Kind. Der Hagen ist so ein Kind, jawohl. Genau, ich kann ihn ja, wenn ich ihn müde gespielt habe hier und er wird unleidlich, dann kann ich ihn bei seiner Frau wieder abgeben. Genau so. Da kann man fragen, wie lange ist Mission 1 her bei Historyline? Wir haben angefangen
tatsächlich mit auf den Tag genau 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Da haben wir die erste Folge ausgestrahlt. Und wir wollten bis 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges fertig sein. Das hat nicht ganz geklappt. Das war aber nur ganz hauchdünn übermotiviert. Ja. Auf der anderen Seite, wir hätten dann, um das hinzubekommen, hätten wir quasi ausschließlich Histoline machen müssen, 4 Jahre lang auf unserem Kanal. Und es gibt ja einzelne Einzelpersonen, die haben durchblicken lassen, dass es mit Historyline langsam gut ist und ob wir nicht auch mal andere Sachen machen können. Genau, also wir haben ja gesagt, wir wollen Historyline fertig spielen, aber deswegen lassen wir uns ein bisschen Zeit und machen auch mal was anderes zwischendurch. Und genau, wir haben ja jetzt auch früher haben wir immer freitags Historyline gemacht. Jetzt machen wir ja einmal die Woche kurze Games, dass man das auch mal ein bisschen Abwechslung gibt. Ja? Aber es ist doch, also ihr seid hier, insofern gehe ich davon aus, euch macht Historyline und mit uns hier über alles Mögliche zu sprechen und Klemmbausteinmodelle zu basteln, zuzuschauen, macht euch irgendwie Spaß. Insofern, es ist ja, bei uns gibt es einfach für jeden was. Ja. Apropos für jeden was, wisst ihr schon, dass wir inzwischen 3 YouTube-Kanäle haben? Also wir sind unter Twitch unterwegs, unter twitch.weitschlimenschen.de. Dann haben wir unseren Retro-Kanal mit Retro-Games und Retro-Technik, Bastelecke ausgepackt, Back in Time und wie sie alle heißen, unter youtube.weitschlimenschen.de. Wir haben neuere Games. Da haben wir zum einen Underground mit, wo wir hauptsächlich so Indie-Games spielen, auch mal ein bisschen verrücktere Sachen. Dann haben wir Made in Germany, wo wir uns Spiele angucken, die in Deutschland entwickelt wurden. Und wir haben unsere beliebte Co-op-Chaos-Reihe. Ich glaube, im Moment ist immer noch Hagen mit Lukas in Portal 2 am Rätseln. Rätseln ist schön. Genau. Lukas, jetzt bleib doch mal stehen. Mach doch mal gar nichts. Puff. Und wir haben vor kurzem unseren dritten Kanal aus der Taufe gehoben. VD Backstage unter backstage.virtuallymenschen.de, wo es dann aus den Twitch-Livestreams irgendwie Ausschnitte gibt, so den Mitternachtstalk oder Dennis Coded oder was es sonst noch so gibt. Alles, was sonst nirgendwo reinpasst. Genau. Ja, und die neueren Sachen, New School natürlich unter newschool.virtuallymenschen.de und New School schreibt man newskool. So, das war der Werbeblock. Tötrasul, vielen Dank für das Abo. Ich dachte, der Werbeblock, du könntest nochmal, wir haben ja jetzt verschiedene, bei New School verschiedene Sachen, dann sag doch nochmal Beispiele für die jeweiligen Spiele. Du hast jetzt eben nur so ganz kurz rausgehauen, Portal hast du rausgehauen bei Co-op Chaos. Genau, ich kann schon mal anteasern, demnächst bei Co-op Chaos werden wir nochmal Don't Starve Together spielen. Und dann machen wir bei Underground, sind wir gerade bei Ori and the Blind Forest, Surviving Mars und haben noch so kleine Puzzle-Spiele oder Fun-Games wie Animal Super Squad oder Baba Is You und sowas. Animal Super Squad war das Huhn auf der Kloschüssel, ne? Das Huhn, was in der Kloschüssel rumfährt, genau. Das war cool. Das war so ein Spiel nach meiner... Was war das? War eins der allerersten, die wir gemacht haben, mit dem orangenen und dem blauen, die so knetgummimäßig aussahen? Shift Happens. Ja, Shift Happens. Auch cooles Game. Oder dieses Deine Kinder nippeln abspiel. Think of the Children. Ja. Ja, weiß aber nicht genau, was ich meine. Wieso machst du die Modellbaukämpfer? Ja, weil ich hier mal weitermachen wollte. Geht nicht, du musst jetzt kommentieren. Ja. Ja, genau. Maren spielt punktuell auch mit bei dem einen oder anderen. Ah, nice. Sehr gut. Ja. Eine Gefahr weniger. Das war eine, die das Hauptquartier angerannt hat. Ja. Sehr schön. Nummer 1, jetzt kommt Nummer 2. Aber die ist noch nicht so trainiert, also macht vielleicht 1 oder 2 Schaden, sonst noch nichts. Habe auch jetzt nur mit der da noch Angriffen. Die Bunker haben hinten dran die Angriffe, die ist jetzt schon weg. Bin ich nicht davon ausgegangen, ehrlich gesagt. Aber
Ja. Genau, Hof dich mein Knetfiguren. Gab es da nicht irgendwie so eine Serie im TV? Also es gab so orange und blaues Knetfiguren bei Hallo Spencer am Anfang. Die am Anfang gerufen haben. Hallo Spencer! Ach so, die, ja, okay. Jetzt weiß ich mal, ja. Okay. Genau. Ich wollte schon sagen, weil der Spencer selbst war ja keine Knetfigur. Ja. Und es gibt aber ein sehr schönes Knetfiguren-Adventure. Neverwood heißt das, glaube ich. Das will ich mal gucken, ob ich das irgendwo für nicht unglaublich viel Geld mal noch finde. Ja. Alexander Tarklis hat jetzt einen Ohrwurm mit dem Hallo Spencer-Thema wahrscheinlich. Bam, bam, badada. Bam, bada. Bada, badadam, badam, 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 bam. Wobei ich Hallo Spencer nie so schön fand wie die Fraggles zum Beispiel. Ich fand Hallo Spencer toll. Ich fand das auch toll, aber Fraggles fand ich tollener. Ich war halt so einfach gestrickt. Komm und stimm mit ein. Ja, das war so. Lass die gute Sorgen, Laune. Sorgen sein. Und okay. Dann mit diesen Salzdingsi-Mampfern, weißt du, die haben doch immer diese Häuschen gebaut aus diesen Zuckerstangen. Ja. Herrlich, das habe ich gemocht. Mit der coolen Müllhalde. Genau, hier Flutschikali sagt, Luzi, der Schrecken der Straße war auch mit Knetfiguren. Hallo, Trackenflame. Oder was ich auch geliebt habe, war Urmel aus dem Eis. Urmeli? Oh, das habe ich geliebt, mit der Mupfel. Oh, habe ich das geliebt. Ruflich sagt, bei Hallo Spencer gab es den blauen Assistenten, der wirkte immer recht depressiv. Ja, also der Elvis war das, aber der war ja depressiv, das war halt ein bisschen nicht ganz so spritzig wie andere. Nicht ganz so spritzig. Ja. Bildtelefon gab es bei Hallo Spencer, ja. Genau. Immerhin ein Chip ist weg. Ja, aber ich hatte auf zwei gehofft, weil dann wäre er jetzt gleich abgenüppelt und hätte unsere Infanterie mitgenommen. Jetzt nimmt er die Infanterie weg und wir haben danach immer noch einen. Da kommt hier schon die... Ja, hier haben wir aber eben den ersten mit 6 Punkten hat er den angelatzt. Genau, ich konnte nichts bauen, so war's. Jetzt erst relativ entspannt, aber wir haben schon unsere... Müssen wir nicht hier unten mal die Lücke schließen, wo die Bäume sind? Oder ja, ich weiß, durch? Aber da kommt man durch, aber braucht dann dafür. Ich kann es halt nicht ändern, wir haben nicht genug. Also ich habe noch zu wenige Einheiten. Okay. Ich könnte hier jetzt einmal im Ringelpiez kreiseln, aber die hier sind jetzt auch nicht so kräftig, dass das was wird. So. Genau, Hallo Spencer war eine deutsche Produktion. Einer der Verantwortlichen war der Jochen Busse. Hatte ich mal irgendwo ein Interview mit ihm gesehen. Ja. Ach tatsächlich, das wusste ich nicht. Ja. Das ist aber cool. Ich mag den ja sowieso seit 7 Tage, 7 Köpfe war er dabei häufig. Ja. Genau. Da, vorher kannte ich den gar nicht. Aber da, das hat das. Ach, da, tatsächlich. Mhm. Cool. Hab ich nicht gedacht. Sehr gut. Lila Launebär. Ja, da hatte ich noch kein Privatfernsehen, als das lief. Was war dein Lila Launebär? Das war irgendwo auf RTL. Das habe ich ganz sicher auch geguckt. Bim Bambino habe ich geguckt auf Tele5. Bim Bambino? Genau. Das war so eine Maus oder so. Ich dachte, das Einzige, was du mit der Maus geguckt hast, war Danger Mouse. Das auch. He's the best. He's terrific. He's the greatest secret agent in the world. Das lief auch Spaß am Dienstag mal. Wobei es im Original gibt es irgendwie 10 Staffeln und davon sind, glaube ich, nur 3 oder 4 Staffeln synchronisiert worden überhaupt. Ach so, echt? Ja. Okay. War wohl nicht so riesenerfolgreich. Ja, es lief halt in Spaß am Dienstag und sonst nicht. Und ich meine, von Raumschiff Enterprise, also Star Trek, hat das ZDF ursprünglich, 79 Folgen gibt's. Das ZDF hat 26 Folgen gekauft, synchronisiert. Und dann gesagt, jetzt ist es, ja. Und dann fanden die Leute das so cool, dass das ZDF dann nochmal 13 Folgen gekauft hat. Mhm. Und hat dann, das muss ich doch drücken, und dann haben sie gesagt, okay, aber das war's. Das waren jetzt die guten Folgen. Die anderen Folgen, die anderen 40 Folgen kann man sich nicht angucken. Deswegen mehr Folgen kaufen wir nicht. Und Sat.1 hat dann die restlichen gekauft und synchronisiert. Zum Teil waren die Synchronsprecher schon gestorben. Deswegen haben die... Gewechselt. Aber
Aber es fällt Sie nicht haben so zumindest auf. Dieselbe Klangfarbe. Also genau, also Pille zum Beispiel hat einen anderen Synchronsprecher, aber wenn ich das nicht gelesen hätte, wäre mir das nicht aufgefallen. Bei irgendeinem ist mir aufgefallen, aber bei Pille war es, glaube ich, aber ich kann es nicht mehr sagen. Du, es ist halt, es ist wie es ist, du kannst entweder ganz verzichten oder nicht. Also. Ja. Die kultigste Stimme hat sowieso Gerd Günther Hoffmann gehabt. Wer war denn Gerd Günther Hoffmann? Kirk und Cara Benemsi. Okay. Bei Synchronsprechern bin ich raus, da kenne ich fast keinen. Das ist wie der wirklich sehr bekannte, ja, der den stirb langsam, wie heißt der? Bruce Willis. Der ja wirklich eine sehr charakteristische, also der hat ja wirklich eine übelst charakteristische Stimme. Ja. Die hörst du ja raus, aus 100 Leuten hörst du, dass der das ist. Hm. Wenn du mich fragst, wie heißt denn der, ist meine Stimme, sage ich da so. Ja, keine Ahnung. Tut mir leid für den Herrn, aber ich wusste es mal. Ist irgendwie. Ja. Manfred Lehmann, genau, Turbo-Torte, richtig. Der war das. Jetzt bei Praktika 20% auf alles, außer Tiernahrung. Yippie-yay, Schweinebacke. Ja. Dieser Hofti sagt, die neue Synchro in der HD-Variante hat mich voll rausgeworfen, da wechseln die Stimmen ja während der Folge. Ja, das sind die das ZDF synchronisiert hat, aber so umgeschnitten, weil sie gesagt, die ursprüngliche Handlung, das geht nicht, und haben dann wirklich zum Teil Szenen in der Reihenfolge verändert und ja. Wir haben allein diese Runde mehrere Einheiten verloren. Das ist. Und die Folge Ponfar in der originalen Synchro Weltraumfieber, wo Spock ja in die Brunftzeit kommt und dann beim Zweikampf Kirk umbringt, oder er glaubt das zumindest. Und ZDF hat gesagt, das kann nicht sein, das ist nur ein Fieber, und hat das so gemacht, dass er das nur träumt. Aber in den gleichen Bildern? Ja, ja. Die haben nur ein bisschen was umgeschnitten und halt andere andere Worte in den Mund gelegt. Ja. Wenn dich gerade fragst, wieso ist unsere Frontline weg, weil wir da Einheiten verloren haben? Dann bau doch mal eine kleine, leichte Artillerie. Ja. Die ist flexibler. Warum kann man die ollen Sachen nicht einfach so lassen? Naja, weil du dann keine DVD-Version hättest machen können, weil das ZDF hat sie umgeschnitten. Ja. Also ich hätte ja auch liebend gerne Captain Future in vollständig gehabt und nicht in den ZDF meint, wir müssen da ein Viertel rausschneiden, weil es ist ja Zeichentrick, also für Kinder, und da dürfen ja keine Gewaltszenen drin sein, also müssen wir das loswerden. Ja. Genau. Ja, Christopher Lee hat bei Das letzte Einhorn seine Rolle, der König Haggard, auf Deutsch und auf Englisch und auf Deutsch gesprochen. Also er hat sich selbst auf Deutsch synchronisiert. Okay. Man merkt, man hört, wenn man das weiß, hört man, dass er so einen ganz leichten englischen Akzent hat. Okay. Aber es ist mir, bis mir das klar wurde, ist mir das nie aufgefallen. Ne? Der Pegel der Spielmusik ist etwas laut, wird hier gerade gesagt. Da können Sie ein bisschen. Moment. Können Sie Dennis ein drückt bisschen, Wildtasten. Machen wir die Hintergrundmusik ein bisschen leiser. So. Die deutsche Version von Captain Future hat die beste Musik, ja, eindeutig. Also die Musik. Die englische eine andere Musik als die deutsche? Ja, auch, aber vom Englischen gibt es nur 8 Folgen oder so. Es ist ja ein japanisches Original. Ja. Und das sind mehr so Pop-Schmuse-Songs. Also die Titelmusik geht irgendwie so. Ba, 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 ba. Ba 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 da 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 da. Genau, und die Abspannmusik, da ist ein Sänger, der singt von irgendeinem Mädchen in einer verlassenen Stadt. Das hat überhaupt nichts mit Captain Future zu tun. Und die deutsche Musik von Christian Bruhn, die ist halt einfach unschlagbar. Genau, ein Hoch auf Christian Bruhn. Aufhören mit Schmusesocks, sagt Pillepalle. Ja, ist ja schon gut. Schockierend. Yeah. Ja, ich will den Hochheidecksburger heute noch hören. Wir arbeiten daran. Ja. Wo wir bei Liedern und Titelmusiken und Schmusi-Pusi sind, weißt du, was mich als Kind total fertig gemacht hat, das konnte ich auch nie gucken.
Ich weiß aber nicht mehr, wie die Zeichentrickserie hieß. Das war so ein Kind, was seine Mutter verloren hat und dann nach Argentinien. Ciao, Marco, ciao. Das ist ganz furchtbar. Ja, ich habe angefangen zu heulen, wenn nur die Titelmusik kam. Ich habe nur einzelne Folgen gesehen, das war auch nichts für mich. Also es war ganz, ja. Das hat mich als Kind, meine Mutter hat mir dann irgendwann verboten, immer wenn sozusagen, sie hat dann geguckt, wann in der Fernsehzeitschrift stand, dass es kommt. Und hat dann 5 Minuten vorher verboten, dass ich weiter gucke, dass ich gar nicht bis zur Titelmusik komme, weil schon die mich so runtergezogen hat, dass war nicht drin, ja. Nee. Ja, Xander Tarklis ist bei den Hero Turtles. Ja. Immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Mhm. Mit Frank Zander gesungen. Echt? Genau, Niklas, der Junge. Ah, das fand ich auch furchtbar. Ja. Niklas aus Flandern. Ja, habe ich auch nur einzelne Folgen oder sowas mal gesehen, ja. Komm schon, wehr dich! Bitte! Immerhin einen. Es ist mühsam. Unsere Infanterie ist gleich weg, die jetzt kommt. Jetzt hat er nämlich ein eisernes Kreuz, der Gegner. Aber er muss ja drauf. Es muss ja nichts. Also ich glaube, es ist einfach schnell hinter dich bringen. So, ein weiteres Schiff weg. Und es hat immerhin einer hat überlebt. Das ist also unser Teil. So, Hagen, jetzt will ich mal hier eine Feldbereinigung. Der hat nur 2 Da rinnt ihm schon der Schweiß hier. Ja. Jetzt hat er 4. Das war aber jetzt erfolgreich, hätte ich nicht gedacht. Ah, der war. Straße war er nicht. Keine Ahnung. Aber wenn vielleicht, er stand neben dem Bunker, vielleicht war der so halb geklemmt. Oder wie auch immer das heißt. Oder was das auch war. Ja. So, jetzt das nächste Schiff, aber jetzt da wollen wir nichts mehr über den Kanal schieben, also insofern. Ja, aber dann kann man irgendwie hin und her. Sehr gut. Ja, der könnte ja woanders hinfahren, das kann er jetzt nicht mehr. Wir lassen das einfach gut sein, das zweite Schiff haben wir los. Ja. So, oben ist jetzt frei. Der geht nach unten? Ja, der versucht unten durchzubrechen. Okay. Nee, natürlich so noch nicht. So. Den hätte ich gerne rein. So, ich sehe schon, ich komme heute hier irgendwie auch nicht so richtig vorwärts. Ja, aber doch. Ich fand das sehr angenehm, mit dir mal auch mal Schwätzchen zu halten, Dennis. Ja. Wir reden ja nicht mehr richtig miteinander. Genau, wir sind ja immer hier nur am Arbeiten. Nee, wir hatten uns gestern getroffen und Aufnahmen gemacht und haben wir tatsächlich mal etwas später angefangen und einfach auch nochmal Schwätzchen gehalten. Ich weiß, shocking. Wir reden auch ohne Kamera miteinander. So. Jetzt kommen schon die Ketten. Wie meinst du das? Muss ich mich jetzt bedroht fühlen, wenn du jetzt sagst, Hagen, jetzt kommen schon die Ketten? Ketten Future hätte ich jetzt fast gesagt, aber 60 Stück. Oh Gott. Und zwar 2x30. 1, 2, 3, 4. Hagen, das ist eine schöne Geste, dieses. Ich habe extra diese XYZ-Pioniere ins Hauptquartier gemacht, damit ich von da darüber in den Graben komme. Jetzt versuche ich sie aus dem Hauptquartier zu ziehen. Rate, wo sie nicht hin können. In den Graben? Ja. Ja. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. So. Dann setzen wir das doch mal zusammen.
brauchen hier nochmal Haken, wir brauchen nochmal so ein zweites Stream Deck. Eins für dich und eins für mich. Ja. Dann können wir beide. Das wäre ein bisschen dekadent. Ja, aber nur so ein Müh. Ja,